In diesem Video möchte ich Ihnen den Telekom Media Receiver 201 vorstellen. Der IPTV-Empfänger Media Receiver 201 ist ein Zusatzgerät, um weitere TV-Geräte mit Entertain TV zu versorgen. Der MR201 funktioniert nur, wenn als Hauptgerät der MR401 verwendet wird und sich im gleichen Netzwerk befindet. Beim MR201 handelt es sich um das Nachfolgemodell vom MR200. Dieses neue Modell wurde um zahlreiche technische Features erweitert. Besonderheit des neuen Modells ist insbesondere die Unterstützung von UHD, also Ultra High Definition, die vierfache HD-Auflösung, man spricht hier auch von 4K. Zusätzlich wird auch beim Zweitgerät nun HDR unterstützt, also High Dynamic Range, für mehr Farbtiefe und mehr Kontrast. Um die hohen Datenmengen bei hochauflösenden Fernsehen mit UHD auch bewältigen zu können, ist auch ein leistungsstarker Prozessor verbaut, der etwa viermal so schnell ist wie bei seinem Vorgängermodell. Und auch der Arbeitsspeicher wurde verdoppelt. Ebenfalls neu ist die Integration der Netflix-App auf dem Media Receiver 201. Damit erhalten Sie Zugriff auf viele Filme und Serien, darunter auch viele Inhalte in 4K-Qualität. Wenn Sie das Ganze über den Probemonat hinaus nutzen wollen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Netflix-Abo. Die Anschlüsse an der Rückseite sind im Prinzip baugleich zum Hauptreceiver 401. Wir haben hier zwei Audioausgänge, optisch und koaxial, zum Anschluss zum Beispiel eines vorhandenen Heimkinosystems. Wir haben hier den HDMI-Ausgang zum Anschluss des TV-Gerätes. Es wird HDMI 2.0a in Verbindung mit dem Kopierschutzverfahren HDCP 2.2 unterstützt, also das, was für UHD 4K notwendig ist. Dann gibt es hier zweimal USB 3.0 Schnittstellen. Sobald diese dann aktiviert werden in einer künftigen Firmware, können Sie hier Fotos und Videos von einem USB-Stick auf dem TV-Gerät wiedergeben. Nicht gedacht hingegen sind diese Anschlüsse für Aufnahmen auf entsprechende Geräte. Das geht nur auf die Festplatte des Hauptreceivers. Der Netzwerkport unterstützt jetzt Gigabit-Geschwindigkeit, also bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Auch das für die hohen Datenmengen von UAD. Hier wird das Netzteil angeschlossen, dieses ist sehr extern. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Und einziger Unterschied zum Hauptgerät ist hier nur eine Blindkappe drin ist und keine Festplatte, denn der Media Receiver 201 nutzt die Festplatte des Hauptgerätes mit. An der Vorderseite befindet sich der Ein- und Ausschalter. Im eingeschalteten Zustand ist die Taste dann mit einer weißen LED versehen. Im Standby-Modus wird das Ganze dann rot. Hier hinter der schwarzen Blende gibt es zum einen eine rote LED, die Aufnahmen anzeigt. Und dann hier hinter diesem Display können Sie dann die Uhrzeit ablesen oder den Sender oder auch die App, die geöffnet ist, so wie das hier unten zum Beispiel auch auf dem Karton zu sehen ist. Daneben gibt es eine Ripple runter, um Sender schnell durchzuschalten, wenn Sie gerade mal die Fernbedienung nicht zur Hand haben. Und nochmal eine Wippe, um zwischen dem TV- und dem Musikmodus hin und her zu schalten, also auch zum Beispiel Internetradio zu bedienen, ohne dass Sie die Fernbedienung oder den Fernseher nutzen müssen. Zum Lieferumfang gehört der Receiver selbst, dann die passende Fernbedienung mit Batterien, eine Bedienungsanleitung, ein etwa 1,8 Meter langes Highspeed-HDMI-Kabel, welches dann auch 4K-fähig ist. Hier haben wir ein 10 Meter langes Netzwerkkabel, um den Receiver mit Ihrem Telekom-Router zu verbinden. Sollten Sie ein langes Kabel nicht verlegen können, gibt es auch die Möglichkeit des Anschlusses über eine WLAN-Bridge oder über Powerline. Und zum Lieferumfang gehört auch noch das externe Netzteil mit der Netzzuleitung. Im Servicefall hat das den Vorteil, wenn das Netzteil mal kaputt geht, brauchen Sie nicht den ganzen Receiver austauschen. Abhängig von der Internetbandbreite Ihres Anschlusses können Sie bis zu 4 Zusatzgeräte am Entertain TV-Anschluss betreiben, also ein MR401 und bis zu 4 MR201 sind möglich. So, ich habe jetzt mein Zusatzgerät, den MR201, hier in Betrieb genommen. Wie das Ganze funktioniert, wie einfach das ist, dazu haben wir ein separates Video erstellt. Zur Menüführung, ich habe hier noch mein Hauptgerät, MR401, das ist jetzt aktuell im Standby-Betrieb. Das heißt, alle Fernsehsignale, die Sie jetzt hier auf meinem TV-Gerät sehen, sind bereits vom neuen Media Receiver. Diese reagiert sehr schnell. Also wenn ich ihn ausschalte in den Standby-Modus und dann wieder einschalte, dann ist das Bild fast unmittelbar wieder da. Auch die Menüführung ist sehr schnell. Das heißt, wenn ich hier das Menü aufrufe, kann ich direkt durchblättern. Ich habe hier die Hauptfunktion, also die Hauptübersichtsseite mit verschiedenen TV-Empfehlungen, mit den neuen Entertain TV-Serien, kostenlosen Inhalten oder Video-on-Demand-Inhalte kostenpflichtig, Mediatheken und hier nochmal im TV-Paket enthaltene Inhalte. Dann das TV-Programm, also der elektronische Programmguide,
wo Sie sehen, was aktuell im Fernsehen läuft, Sachen programmieren können. Auch das ist hier wieder vorhanden, wie beim Vorgänger auch. Im Bereich Meine Inhalte finden Sie Inhalte der Festplatte Ihres Hauptreceivers. Das heißt also, das Gerät hat eine Festplatte, der Zusatzreceiver hat keine eigene Festplatte, sondern greift auf die andere Festplatte zu. Und dann können Sie auch diese Inhalte dann über das Netzwerk aufrufen. Wichtig ist, wie gesagt, dass beide Geräte natürlich im gleichen Netzwerk, also im gleichen Telekom-Router, angeschlossen sind. Bei Serien und Filmen finden Sie verschiedene Inhalte von Videoload, der Videothek der Telekom. Zum Beispiel auch hier eine spezielle Kategorie für UAD-Inhalte. Auch da gibt es ein paar kostenlose Filme, wo Sie sich dann selbst von der UAD-Qualität überzeugen können, wenn Sie ein entsprechendes Wiedergabegerät haben. So, am Ende dieser Liste komme ich wieder zurück zum Hauptmenü. Da gibt es hier noch den Punkt Sport, insbesondere auch Telekom Sport mit Sky Sport Kompakt. Und dann hier auch nochmal die verschiedenen Sportarten wie Fußball, Basketball oder Eishockey. Eigens für Kinder gibt es ebenfalls eine Kategorie, das heißt, hier können Sie kindgerechte Inhalte aufrufen. Und der letzte Punkt Apps. Das heißt, hier haben Sie alle vorinstallierten Apps der Telekom drauf, unter anderem zum Beispiel Maxdome oder ganz neu auch Netflix, sowie die Mediatheken wie ARD Mediathek sind dann hier aufrufbar. Unter Einstellungen können Sie unter anderem den Speicherplatz einsehen, das ist ja der Speicherplatz des Hauptreceivers. Sie können hier den Stromsparmodus auswählen, welchen Sie verwenden möchten. Davon ist abhängig, wie schnell das Gerät dann auch startet. Sie können hier nochmal die TV-Qualität, die Sie standardmäßig verwenden möchten, einstellen. Die Senderverwaltung, Sprache und Ton. Und ganz wichtig auch beim neuen Gerät, das Thema Bildformat. Hier auch die Unterstützung von UAD, also 4K, neben natürlich auch HD. Wenn Sie ein aktuelles TV-Gerät haben, welches 4K unterstützt, dann sollten Sie mal schauen in den Geräteinstellungen des Fernsehers oder Beamers. Da gibt es im Regelfall so ein Menü. In dem Fall bei meinem Philips-Gerät Geräteinformationen. Und hier sehe ich dann, ja, das Ganze funktioniert. Auch das HDMI-Kabel, was ich verwendet habe, ist geeignet. Es kommt ein UAD-Signal an mit 2160p Bildauflösung und 50 Bildern pro Sekunde. Der MediaReceiver 201 ist die optimale Ergänzung zum Hauptgerät 401. Sie können damit weitere Räumlichkeiten wie Kinderzimmer oder Schlafzimmer mit Entertain TV versorgen. Um UAD Live TV nutzen zu können, benötigen Sie einen Magenta Zuhause L-Tarif. Ob dieser bei Ihnen verfügbar ist, können Sie auf unserer Webseite prüfen. Ansonsten an unserer eigenen Beratungshotline informieren Sie unsere Mitarbeiter auch gern telefonisch zum Netzausbau an Ihrem Standort und nehmen Ihre Bestellung auf Wunsch auch telefonisch entgegen.